Hallo Leute, ciao von der Ungo. Freinehmen zu handeln. Ist gefährlich? Ja, ich will das mal erklären. Es gab Fragen, soll ich ein paar Tage freinehmen, damit ich handeln kann? Oder es gibt Feiertage, soll ich diese Tage nutzen, damit ich testen kann, wie schlau ich beim Trading bin? Das ist irgendwie, wenn Sie eine Freundin haben und Sie gehen in Urlaub und Sie sagen, das war toll, alles in Ordnung, das ist meine Frau. Und dann, wenn Sie dann verheiratet oder zusammenleben für das Leben, sieht das ganz anders aus. Also in Urlaub war es ein Thema, gutes Thema, und dann jedes Tag leben sieht ein bisschen anders aus. Ich bin ganz glücklich mit meiner Frau, aber ich wollte das auch als Beispiel erklären. Es ist so, Nummer 1, wir haben Feiertage. Die sind Weihnachten zum Beispiel, zwischen Weihnachten und Neujahr oder so. Das sind alle zu Hause, meiste mindestens. Gute Tage also, wo wir endlich mal sitzen können und Trading und üben. Das ist leider nicht die richtige Trading-Welt. Das ist leider nicht, was Sie dann in den nächsten Wochen vom Jahr finden werden. In diese Feiertage, wo es überall Feiertage gibt, leider sind die Märkte ganz anders. Die sehen ganz anders aus. Da gibt es weniger Volumen, niedrige Volatilität. Und das Ganze ist also ein Platz, was dann anders aussehen wird, wenn Sie endlich handeln wollten. Wenn Sie natürlich in diesen Tagen erfolgreich sind, okay, machen Sie das ruhig, aber Sie müssen nicht denken, dass was Sie dort erfahren, dann gültig sein wird für das Rest vom Jahr. Und das ist irgendwie gültig für alle überall Feiertage, also Weihnachtsfeste, Ostern auch. In Ostern ist sogar noch am Montag in Europa fast alles zu, in den States sind die Märkte offen, aber auch in dem Fall bewegen sich die Märkte nicht so gut. Also das sind auch keine guten Tage, wo man üben kann. Und anders, wenn es Feiertage gibt bei uns und die Amis offen sind, die nicht so wichtige Feiertage, ich meine, Ostern ist wohl wichtig, andere, Himmelfahrt oder so, in diesen Tagen kann man etwas mehr üben, aber trotzdem, es ist nur ein Tag. Es gibt auch ein anderes Gefahr. Das andere Gefahr ist, dass wenn man einen Tag frei nimmt oder zwei Tage, dann liest man Trading als ein Taggeschäft. Ich meine, was kann man nur in einem Tag lernen? Was kann ich in einem Tag schaffen? Da kann ich nur als Scalper tätig werden. Im Fall. Aber nichts anderes. Das Intraday-Trading, das klappt wohl, aber das kann nicht jeden Tag klappen. Also da muss ich auch zufällig den richtigen Tag finden für meine Setups, für meine Chartmuster und so weiter. Ein Tag als Beispiel ist nichts. Das heißt, wenn wir schon als Mindset einen Tag, an einem Tag denken, als Übungstag, dann sind wir schon auf dem falschen Weg. Trading ist etwas langfristiger. Ich meine nicht, Sie müssen langfristig handeln unbedingt, aber es ist, alle Tage sind nicht gleich und wenn man nur in einem Tag übt, hat man sicher nicht das richtige Szenario zu verstehen, wie die ganze Sache funktioniert. Das heißt, diese Freinahme des Tages um zu üben, ist falsch, weil die Tage falsch sind und weil die Idee falsch ist. Um zu üben, braucht man Monate. Das heißt, man muss sich über Monate messen und man muss verstehen, ob man etwas schaffen kann. Obwohl, leider muss ich sagen, auch 3-6 Monate sind nicht genug. Man braucht mehr. Man kann sogar noch ein Jahr nicht sagen, ich bin erfolgreich. Weil Trading-Welt ist leider sehr kompliziert und man braucht Zeit und man muss unter unterschiedliche Marktphasen die Möglichkeit haben zu arbeiten. Sicher ein Tag oder ein paar Tage sind nicht genug.
Das ist also gefährlich, weil das Szenario, was wir finden, nicht das Richtige ist und weil unser Mindset total falsch ist. Wir vorbereiten uns schon für etwas, was nicht unbedingt die beste Lösung ist. Es ist wie, wenn wir einen Marathon laufen würden und wir sagen, okay, ich nehme jetzt einen Tag frei und ich übe. Und dann laufen Sie 100 Meter, 3 oder 4 Mal. Sie verstehen allein, dass es Wahnsinn ist. Beim Training ist es leider auch so. Nicht genau so, das ist klar, aber sehr ähnlich. Und man muss aufpassen, weil sowas nicht machbar ist. Also, wollen Sie üben? Sie brauchen Zeit. Es ist besser, wenn man, muss ich nochmal sagen, mit automatisiertem Handel sich beschäftigt. Dort kann man die Ideen kodieren und backtesten. Und dort hat man schon mehr Info, ob unsere Idee funktionieren kann. Und im Fall könnte man sogar noch diese Idee live bringen, ohne unbedingt Urlaub zu brauchen, weil die Maschine kann es auch allein schaffen, ohne uns am Platz. Das war's, Leute. Abonnieren Sie meinen Kanal, müssen Sie unbedingt, und kommentieren Sie, ob Sie einmal in Urlaub waren und geübt haben oder ob Sie das schon mal geplant hätten und jetzt die Idee aus dem Fenster geschmissen haben. Ciao von der Unge, bis nächstes Mal. Ciao.